It's delicious. Hey Leute, was geht ab? Und willkommen hier zu einer neuen Folge der SGD Trainerkarriere hier auf meinem Kanal. Ihr habt es gestern schon wahrscheinlich in der Dortmund-Karriere mitbekommen. Gestern war der Stichtag. Gestern haben wir die Regler von Ultimativ nochmal höher gestellt. Die Gegner sind jetzt nochmal schwieriger, obwohl wir eigentlich in der Dresden-Karriere schon so ein paar Probleme hatten zu gewinnen, wird es jetzt nochmal schwieriger. Und wir, ja natürlich, ich stelle es heute hoch, wenn wir heute gegen Kiel müssen im DFB-Pokal. Huch, ich glaube, das war jetzt nicht der beste Zeitpunkt. Ich hoffe nicht, dass wir rausfliegen, weil das Spiel ist direkt das erste Spiel gegen die Kieler. Und die Kieler können ja starke Mannschaften rauswerfen. Das haben wir ja gesehen in echt. So, die Frage ist, gehe ich so rein mit dieser Mannschaft? Ich muss aber so reingehen, weil ich auch nicht so viele Ersatzspieler habe. Apropos Ersatzspieler, ich wollte hier nochmal in die Jugendakademie reingucken, wo, ja, keiner ist perfekt. Okay, dann gehen wir rein. Die Kieler wahrscheinlich komplett fit, so sieht's aus. Rehse, Gürt, Hanslik. Schauen wir mal, was das wird, Jungs. Ich hoffe, wir fliegen jetzt nicht raus. Ich glaube, das könnte das große Problem werden, dass am Ende unsere Spieler nicht mehr ganz fit sind. Das heißt, wir müssen eigentlich früh in der Partie in Führung gehen, das 0-2 machen, am besten das 0-3 und dann können wir dreimal wechseln und haben drei neue Spieler, drei fitte Spieler in der Partie. Das kann ja auch nicht Sinn und Zweck sein. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie wir reinkommen und gucken wir mal, wie die Kieler hier Lust haben, Tore zu machen. Ich hoffe nicht. Der erste Angriff sieht gar nicht so verkehrt aus. Goden. Goden rettet. Goden rettet und eventuell, wenn wir es schneller spielen, die erste Kontermöglichkeit. Königsdörfer, schade. Da kriegt er den Laufpass von Jessingen Gangam. Auch na. Oh, jawohl. Elas. Und der Übersteiger von dem Kieler war nicht im richtigen Zeitpunkt. Die ersten 20, 30 Minuten jetzt hier sind rum und ich konnte euch noch nicht so viel zeigen, weil noch nicht so viel geschehen ist. Und das war jetzt mal ein guter Angriff, Mann. Aber leider hat der Abschluss nicht ganz gepasst. Eckball, Eckball. Florian Würz bringt die Flanke. Aber findet in der Mitte keinen Abnehmer. Jawohl, jawohl. Jessic, anhalten. Hä? Es gibt Elfmeter. WTF, FIFA 21 ist ja bekannt dafür, lächerlich Elfmeter zu geben, so gefühlt, ne? Und das war mal wieder ein komplett lächerlicher Elfmeter. Ein Glück für uns. Also, das ist kein Elfmeter. Das ist ganz klar kein Elfmeter. Jessica Gankam wurde gefoult. Ich bin jemand, der die gefoulten Spieler nie schießen lässt. Deswegen lasse ich Florian Würz schießen. Und ich probiere es unten rechts. Let's go. Ich probiere es unten rechts. Ich schieße übrigens immer so. Ich schieße immer so. Und der sitzt. Und das ist die Führung im DFB-Pokal nach 30 Minuten gegen Holstein Kiel. Dankeschön. Dankeschön, Florian Würz. Da kann man sich auch mal ein Stückchen hier Zielwasser erlauben jetzt nach diesem Elfmeter-Törchen. Herrlich. Herr Wolski, Mann. Oh, Florian Würz. Alle Spieler. Die sind nach der ersten Halbzeit schon platt. Wie soll das in der zweiten weitergehen? Ich brauche ganz dringend das 2-0. Umso früher wir das 2-0 machen, desto ja entspannter wird, sage ich mal. Weil vergleicht mal die Fitness von unseren Spielern und die Fitness von den Kielern. Da muss ich ganz dringend los. Nein, nein. Abseits, abseits. Danke, lieber FIFA-Gott. Oh. Kann ich mir das nochmal angucken? Ich möchte mal sehen, wie weit der im Abseits stand. Ich glaube, so viel war das gar nicht. Oh, 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 oh. Oh, shit, Alter. Ja, eine Fußlänge. Eine Fußlänge. Da haben wir Glück gehabt. Da haben wir Glück gehabt. Was spiele ich da? Weg damit. Schön, Elas. Und komm, push die nach vorn. Push die nach vorn. Die ganzen Mittelfeldspieler waren nämlich mit vorn. Und och, Königsdörfer, was ist das denn für ein Pass? Jessica hat angezeigt, dass er den Ball haben will. Jawohl, Nizet. Ah, und dann der Pass. Nizet, du Lümmel. 57. Noch sind 30 Minuten zu gehen. Und das 1-0, das liegt am reißenden Faden, oder wie sagt man? Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Broll. Ah!
Und da ist es passiert, da habe ich mich komplett vernaschen lassen hier mit der Grätsche. Ich habe gedacht, er schießt. Dann hat er nochmal in die Mitte gezogen und dann war alles frei, ne? Wer war's? Hans Lick. Uff, 1-1, 60. Und ab jetzt wird's ein richtiger Pokalfight. Ein Pokalfight gegen Holstein Kiel. Man kennt's. Jawohl, jawohl, Königsdörfer, Königsdörfer! Na! No! Was macht er denn? Hau ihn doch rein, mein Junge. Ey, ich glaube nicht, dass ich so einen Angriff jetzt nochmal bekomme. 64. Da geht er wieder, da geht er wieder. Aber er ist nicht mehr ganz fit, aber kriegt den Ball trotzdem. Königsdörfer auf Engankam. Oh, Mann, Junge. Wie viele Angriffe will ich noch bekommen? Beide mache ich nicht rein, beide mache ich nicht rein. Königsdörfer schön mit der Drehung. Zack. Samasic hintenrum, stark. Kein Abseits, kein Abseits. Königsdörfer! Und Will kommt rein, komm. Einfach ein paar frische Spieler auf dem Spielfeld. Mai mit dem Köpfchen, er kommt sogar zum Kopfball. Abseits unten. Och, nee. Was ist das für ein Ball? Was ist das denn für ein Ball? Das habe ich ja noch nie gesehen in FIFA. Das habe ich noch nie gesehen in FIFA. Königsdörfer. Königsdörfer! 2-1. Das habe ich noch nie im Leben in FIFA 21 gesehen. Allgemein in FIFA habe ich sowas nicht gesehen. Wie standen da bitte schön die Kieler? Und was war das für ein Abschlag? Also ich kann mich nicht drüber beschweren. Wir gehen wieder in Führung. Aber es sieht irgendwie, keine Ahnung, als ob ich gehackt habe. Das möchte ich mir nochmal angucken. Also das... Ja, okay, man kann es gar nicht richtig sehen, den Abschlag. Man kann den Abschlag gar nicht richtig sehen. Das war es wirklich komplett. Aber ey, 2-1 Königsdörfer. Jawohl, Goden. Jawohl, am besten das 3-1 und dann ist der Deckel drauf. Komm, jawohl. Jesse, Königsdörfer, Königsdörfer. Den muss ich rüberspielen, den muss ich rüberspielen, den spiele ich rüber. Bing, bong, kein Abseits. Jesse Engankam macht den Deckel auf den Topf und das ist es. Leute, das ist es. Wir sind durch. Wir stehen in der nächsten Runde. Was ist das eigentlich denn? Achtelfinale schon? Nee, ne? Runde 3? Ganz normal, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, ja. 3-1, Jesse gegen Gankam. Faust in die Facecam, let's go. Der letzte Angriff wahrscheinlich für die Kieler. Der Ball kommt sogar nochmal an hier. Auf Finn Bartels. Jawohl. Nein. 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 Oh, Broll. Broll hat ihn. Aber ey, das 3-2 wäre eigentlich auch egal gewesen, weil ich glaube, das hätten sie dann eh nicht mehr geschafft. Aber wir müssen ja nicht unnötig Gegentore kassieren. Das ist klar. Und somit 2 Minuten Nachspielzeit. Auf jeden Fall, ja. Somit stehen wir in der nächsten Runde, Jungs. Somit stehen wir in der nächsten Runde und haben den Pokalfight gegen Holstein Kiel erfolgreich, ja, absolviert. So kann man es sagen. Auch mit einer nicht so fitten Mannschaft. Wo ich ja am Anfang so schon meine Bauchschmerzen, sage ich mal, hatte. Komm, Schiri, jetzt pfeif einfach ab. Pfeif einfach ab. Dankeschön. Puh. So, wir gehen dann heute noch rein gegen Sandhausen. Das werde ich simulieren. Und wir werden auch noch das nächste Spiel mitnehmen, nämlich gegen Nürnberg, das ich auch simulieren werde. Nächste Folge dann Viktoria Köln, Darmstadt, Kaiserslautern und Greuther Fürth, wo ich dann in der nächsten Folge gegen Kaiserslautern spielen möchte. Und ich möchte auch gegen Darmstadt spielen. Also, Jungs, dass ihr den Fahrplan, sage ich mal, ja, jetzt kennt. Kulke, bleib gelassen, mein Freundchen, bleib gelassen. Ihr kriegt immer wieder noch mehr schlechte Laune. Aber egal, Jungs, wir sind auf Tabellenplatz 4. Wenn wir jetzt gewinnen, könnten wir eventuell auf Platz 2 rutschen, wenn Union und Greuther Fürth. Oder ich spiele gegen Fürth, weil Fürth ist auch vor uns. Ich glaube, gegen Fürth zu spielen macht mehr Sinn. Also Kaiserslautern und Fürth spielen wir dann in der nächsten Folge. So, das ist der Fahrplan. Doch nochmal kurz geändert hier. Aber jetzt erstmal gegen die Sandhausener. Schnellsimulation, unsere Mannschaft ist wieder, ja, eigentlich fit. Minimale Fitnessnachlässe bei einzelnen Spielern, Diawusi und Königsdörfer, sorgen dazu, dass wir die nächsten 3 Punkte mitnehmen. Und, wie hat die Konkurrenz gespielt? Oder wahrscheinlich haben die Konkurrenz noch ihre, nee, Union hat unentschieden gespielt. Fürth hat gewonnen, Paderborn hat gewonnen, das heißt, wir haben einen Platz gut gemacht. Und wenn wir jetzt noch gegen Nürnberg gewinnen, dann könnten wir, ja, Erster können wir heute nicht werden, aber wir können auf den 2. Tabellenplatz kommen. Aber wir sind jetzt schon mal auf dem Relegationsplatz, das heißt, wir müssten dann, wenn es so bleiben sollte,
gegen den Tabellen 16. der ersten Bundesliga, ne? Wisst ihr ja. So, Nürnberg. Nürnberg wartet Auswärtsspiel. Puh, bitte gönn. Jawolski, Nizet, unser Verteidiger und Jessica Gankamp. Und der 0:2 Erfolg für uns, für die SGD. Sandhausen spielt unentschieden gegen St. Pauli. Mir kommt vollkommen egal. Und haben wir aufgeholt, sind wir auf dem zweiten. Oh, das wäre ein traumhafter Abschluss. Okay, Greuther Fürth hat wahrscheinlich noch das Sonntagsspiel oder das Montagsspiel. Ich simuliere mal nochmal weiter. Greuther Fürth muss gegen Union Berlin oder was? Die haben das Montagsspiel. Greuther Fürth spielt unentschieden. Unentschieden, das heißt, wir sind heute auf Tabellenplatz 2 gekommen. Wie geil ist das denn, bitteschön? Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns logischerweise in der nächsten Folge wieder. Oder beim nächsten Video hier auf meinem Kanal. Ich bin raus, haut rein und tschüssi.